Hallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, bin ich ein bisschen rumgelaufen. Und ich bin auch fündig geworden, aber das werden wir jetzt zusammen nochmal tun, denn das ist sehr ausschlaggebend anscheinend. Und zwar wiederhole ich nochmal den Ratschlag vom Hasen. Kehre zurück zum Portalbaum, durch den wir nach Mauswald gekommen sind. Dort wirst du deinen ersten Zauber lernen. So, und genau das werden wir jetzt mal tun. Denn auch wenn ich jetzt hier gerne weitermachen würde mit dem Netz und so weiter, ist es wichtig, dass wir das jetzt mal befolgen, was unser Herr Marquis uns befiehlt. Und ich überlege gerade nicht genau, so komme ich zurück. Dann nochmal über die Brücke hier. Und ja, unsere Fuchsstatue. Dieses grüne Feuer, was man nachts auf dem Feld sieht, da habe ich auch mal hier gelesen. Und das sieht man nämlich hier. Momentchen, das zeige ich euch auch nochmal. Im Tagebuch, da sieht man ja immer einiges, was er sich notiert. Und hier hat er auch geschrieben, grünes, geisterhaftes Glühen über den nächtlichen Feldern. Man sagt, so sieht nur Fuchsfeuer aus. Also dieses grüne Glühen, das kommt vom Fuchs. Ich weiß nicht, ob ich das selber wieder überhört habe, aber das habe ich mir jetzt auch nochmal ein bisschen eingeprägt, dass dieses grüne Leuchten von dem Fuchs kommt, den wir hier auch schon wieder sehen. Das ist unglaublich, der taucht überall auf. Aber er macht halt immer nur irgendwie, kichert immer nur gemein. Ja, das bringt mir nämlich nicht viel. Ja, und hier kommen wir ja zurück, sozusagen, wo wir auch hergekommen sind. Und das sollen wir ja tun, deswegen gehe ich jetzt mal etwas schneller hier rüber, Weg zurück zum Portalbaum. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junger Schüler. Na dann. Puh, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Oh. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. Der Specht. Er sagt. Hallo. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. Ja, und
Willkommen zurück im normalen, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, wie sich das hier nennt. Ich bin total in den Mauswald jetzt gewöhnt. Wir sind jedenfalls wieder zurück, trotz Riesenkröte. Und wer gerade drauf geachtet hat, ich hab's getan. Ich hatte ja das Netz zuletzt gesucht und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es das Spinnennetz ist, was wir brauchen, um das an den Ast, den Schwungast zu wickeln. Und da werden wir bestimmt nochmal zurück müssen und dann werde ich das schon noch hinbekommen. Aber das ist bestimmt die Lösung. Und dann gehe ich jetzt endlich mal zurück. Wir waren ja schon eine Weile nicht zu Hause. Hier ist alles beim Alten. Beruhigend. Ja, aber jetzt hängen hier auf einmal auch überall Zarovs Poster. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Ja, äußerst seltsam. Finde ich auch. Der große... Noch eins. Wann denn? Und wo? Komisch. Bunter Specht. Hallo da oben. Ja, er redet jetzt auch mit Tieren. Er ist total in den Mauswald gewöhnt. Wahrscheinlich halten ihn jetzt hier alle für bekloppt. Diese kleinen Tierstatuen haben die Leute hier vor langer Zeit aufgestellt, damit sie Wanderern Glück bringen, sagt Mama. Vor ein paar Jahren waren es aber mehr, glaube ich. Der Specht macht einen ganz schönen Lärm da oben. Ich finde, der Kuckuck macht gerade noch viel mehr Lärm. Der nervt mich viel mehr. Deswegen gehe ich jetzt auch mal weg hier. Ich höre ihn immer noch, aber wenigstens leiser. Gut, dann kann ich nach Hause rein, oder? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Das würde mich alles überhaupt nicht interessieren, wenn ich mich klein machen könnte und in einer ganz anderen Welt sein könnte. Dann wäre mir das Fernsehen, glaube ich, ziemlich egal. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Ich bekomme ganz selten mal Brief. Eine Postkarte kriege ich vielleicht ab und zu mal von jemandem, aber Briefe kriege ich nur höchstens Rechnungen. Ich mag keine Rechnungen. Ja, irgendwie gibt es hier nicht viel zu tun. Es sei denn, ich habe was übersehen. Die roten Beeren sind, das könnte man auch die Erdbeeren nehmen, ne? Für Anja und ihren Kuchen. Aber die interessieren ihn gerade gar nicht. Das Karottenbeet vielleicht nochmal ausprobieren. Und hier waren doch auch immer welche, oder? Weil die interessieren ihn auch nicht mehr. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Oh, oder der Drache vielleicht nochmal? Ist der Drache wichtig? Ich habe schon wieder vieles hier vergessen. Das ist die Wäsche. Das Geheimverstecken. Ja, egal. Ich gehe nochmal zurück jetzt. Das ist bestimmt nicht wichtig. Keine Ahnung, was mit dem bunten Specht ist. Was ist hier, wenn man nach rechts geht? Dann ist hier auch nichts mehr los, ne? Nö. Okay. Gut. Gehen wir zur Kröte. Der Specht. Nee, nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Was sagt der Specht? Was sagt der Specht?
Oh Gott, Kröte, wach mal auf. Ich gebe dir gleich mal Kaffee. Kriegst einen Becher mit Rübensirup. Mensch, ich habe keinen Kaffee mit. Verdammt, ich habe nur Rübensirup. Wenn wir die mal pieksen, du Kröte. Ein Stopp bringt hier nichts. Wach auf, mit Pfeffer. Hier. Nur eine kleine Prise. Geht doch. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich ein Piepen im Ohr. Immerhin, das Niesen scheint die meisten Vögel in der Nachbarschaft vertrieben zu haben. Wach auf. Aber die Kröte schlummert immer noch tief und fest. Tja, was könnte ich denn dann machen? Stein anschmeißen. Das bringt nichts. Nee, das mit dem... Das hier war schon ganz gut. Das braucht... Beruhigende Baldrian-Tropfen? Wohl eher nicht. Hier, Juckpulver, dann muss sie aufwachen. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Hagebutten... Hagebutten... Und wenn du das Zeug hier irgendwie... Das braucht keine besondere Würze. Kann ich hier... Nee, den kann ich nicht. Den Knackfrosch kann ich nicht holen, ne? Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Ja, das ist auch eine Idee. Nicht wirklich. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes übertönt alles. So friedlich, so... Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Ja, dann... das, okay, bevor sie weiterquatscht, ich glaube, ich muss den Specht loswerden, weil der macht Lärm und der Kröte will ja keinen Lärm, dann schläft sie nämlich die ganze Zeit. Ich werde mal meine magische Münze hier benutzen. Ja, gut, okay. Der Specht macht einen ganz schönen Lärm da oben. Ja, und das ist schlecht. Wir müssen den Specht also irgendwie loswerden. Hau ab. Hau ab. Pock, pock, pock. Ach was, wirklich? Ist ja irre interessant. Offensichtlich spreche ich nicht. Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Ich habe das dumme Gefühl, ich habe was Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Ja, das ist gut. Dann gehe ich jetzt wieder zur Kröte. Hat das geklappt? Grille in der Ferne. Ach, Grille in der Ferne, okay. Wo ist denn jetzt die Grille auch noch? Wo ist denn die Grille? Grille. Ja. In der Ferne. Die Eulenmauer. Sie läuft... In einem meiner Bücher stand, dass Pilze in der Nähe... Ja, aber doch... gut, nee, ich muss... Ich will lieber... In der Ferne. Also hier ist ja keine Grille gerade. Die muss also ganz woanders sein. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange, bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. In der Ferne gehe ich mal wieder hier den Weg zurück. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo... Das ist schon lauter jetzt, die Grille. Aber wo ist sie denn? Wo ist sie denn?
Ist schwer zu sagen. Ist sie hier oder wo ist sie denn? Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Guck grad, ob sie irgendwo versteckt ist und ich sie suchen muss. Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er spricht. Moment mal, hier in der leeren Tonne vielleicht. Vielleicht wird das dadurch weiter geheilt. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tonne kommt. Ah. So ein Krach zur Mittagsstunde. Unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Oha. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Okay. Ja, anscheinend bin ich heute ein bisschen pfiffig drauf, dass ich hier gleich immer drauf komme, was los ist. Aber wenigstens hat Ritter einfach gehen. Ich dachte, er geht da jetzt rein und holt die mit der Hand einfach raus. Also, okay. Obwohl, so eine Grille ist, glaube ich, auch echt groß. Es ist so still geworden. Ja, wegen mir. Das war ich. Guck mal hier, und jetzt hörst du den Frosch auch. Wer stört die Waldesruhe? Ich. Jerry. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Monate. Nur ein paar Jahre lauschen. Lauschen. Nicht einschlafen. Nicht wieder einschlafen. Dem Strom der Zeit. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wow, Sie sind ja riesig. Ich will kein Störenfried sein, aber... Entschuldigung, Herr Riesenkröte, aber ich muss echt weiter. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Strom der Zeit? Sie haben da etwas Kreide da im Auge, das waren doch wir, oder? Tja, da waren wir alle die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Ja, also, Strom der Zeit? Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Wie heißen Sie eigentlich? Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name? Mein Name. Er hat ihn davongetragen. Und auch du wirst davongetragen. Geh, Mensch. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Ja, wir werden ja wohl noch ein bisschen mehr mit ihm reden können, oder? Hallo. Wow, Sie sind ja riesig. Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Sie haben da etwas Kreide am Auge. Sie haben da etwas Kreide da am Auge. Der Strom der Zeit hat es herangetragen und wird es fortspülen. So wie dich. Geh, Mensch. Geh. Lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Ich spreche ihn aber trotzdem nochmal an. Ich glaube... hallo?
Ich will kein Störenfried sein, aber... Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der ja, Zeit. Ja, der Strom der Zeit. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Und in all diesen Jahren hast du nicht zugehört. Geh, Mensch, lass mich dem Strom der Zeit lauschen. Versuchst du ihm zu widerstehen, wird er dich zerfurchen, herunterbrechen. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Na gut. Früher habe ich hier ab und zu nach Kaulquappen gefischt. Das Wasser sieht eigentlich ganz klar aus. Trotzdem riecht es hier ab und zu echt gruselig. Wie sieht's aus mit dem Plato? Wow. Ja, er hat doch gesagt, ob er Plato kennt und so. Mein Name... Wisst dies... Ja. Der wird zu und dann der ich. Kennen Sie zufällig Plato den Frosch? Kennen Sie zufällig Plato den Frosch? Alles, was ich kannte, habe ich hinter mir gelassen. Liegt Jahrhunderte in der Vergangenheit. Und auch du wirst davongetragen. Ja. Geh. Ja. Bist nicht sehr freundlich, Frosch, ich weiß. Der ist ja nicht... Aber mir ist gerade aufgefallen, wenn ich den das Gespräch richtig mache, dann komme ich zum Flüstern der Steine und ich glaube, das ist das Ausschlaggebende. Hallo. Mein Name ist Jerry. Mein Name ist... Wiss, dies alles gilt. Der Strom, der... So? Der Strom zu und zu, dann spürt der Fels. Ich... Der Fels. Genau, das Flüstern der Felsen, weil wir haben ja hier überall Felsen. Und das ist bestimmt die Lösung gerade. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört. Lernst du zuzuhören und zu lauschen, wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Sein Haus wird geheult, aber dieser ist nicht gefahren. Yeah. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Felsflüstern auf dem Zauberstab. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger seit meinem letzten Erwachen. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Der Pfad, den du eingeschlagen hast, wird dich das Grauen lehren. Hüte dich
Doch hält er auch Freude bereit. Wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Nur ein paar Jahre lauschen. Dem Strom der Zeit.